Weiter geht's hier bei SpongeBob-Kreatur aus der großen Krabbe nach einer eher unrühmlichen Stunde mal wieder. Nachdem ich gestern Aufnahmenprobleme hatte, also überhaupt erstmal generell die Aufnahme hinzukriegen, durfte ich heute einfach alles nochmal spielen. Ja, ist das nicht schön? Das liegt aber leider tatsächlich komplett an mir, weil ich einfach meine Memory Card gelöscht habe. Ja. Ja, war eine sehr unglückliche Sache. Ich hatte vor einem Monat ungefähr mal versucht, meinen alten Ratchet & Clank 2 Spielstand vom EMU wiederzufinden. Den habe ich, glaube ich, 2017 müsste das gewesen sein. 2017 habe ich, glaube ich, Ratchet & Clank 2 damals im Stream beendet, auf dem Emulator. Gleich mehr dazu. Diese Türme sehen aus, als könnten sie Strom brauchen. Okay. Dann muss ich da wieder Sachen gegenschieben, oder wie sieht's aus? Ja, auf jeden Fall, habe ich's da. Da hatte ich mehrere Versionen. Hier ist irgendwo so ein Gummiteil. Da gibt's wohl mehrere. Da gab's mehrere Versionen vom Emulator, weil auf der alten Version lief das Spiel damals nicht so richtig. Ich hatte aber noch alle anderen Sachen, alle anderen Spiele, die ich bis dato da gespielt hatte auf dem auf der alten Version. Deswegen wollte ich da nicht alles rüberschieben und so. Deswegen hatte ich dann zwei Versionen. Irgendwann habe ich mir dann so gedacht, ja, kannst du eigentlich mal löschen, eine Version, also die alte dann. Ja, dabei ist halt irgendwie die Memory Card flöten gegangen, die Datei. Und ich hatte dann noch ein Save auf irgendeiner externen Festplatte gefunden. Jetzt, vor einem Monat ungefähr war das. Und, da drüben ist übrigens dieser Drop. Und hab dann halt nochmal versucht, das alles wiederzufinden, aber ich habe trotzdem keinen Spielstand gefunden. Okay. Ach so, Moment, was? Hier sind doch gar keine Anker, oder? Die muss ich doch erstmal, ja, die muss ich erstmal selber dahin ballern. Dadurch, dass ich die Dinger hier hinballer. Das Ende vom Lied war jetzt auf jeden Fall, dass ich diesen Ordner von meiner externen auf meinen Desktop gezogen hat zum Testen und hatte entsprechend einfach diese Memory Cards, die auf diesem in diesem Ordner waren, hatte ich halt dann im Emulator eingestellt. Und das hat dazu geführt, dass ich auch gestern den Spielstand auf genau dieser Memory Card, ja, gespeichert habe. Wäre auch alles absolut kein Problem, wenn ich nicht heute, ja, Aufräumwut bekommen hätte. Und habe mal meine ganzen Bilder, alle Bösewichte besiegen, yo. Ja, meine ganzen Bilder vom Handy rübergezogen habe auf dem PC und so und generell mal ein bisschen aufräumen wollte auf meinem Desktop und ja, dachte mir so, ja, Ratchet & Clank 2 Testordner Gedöns brauche ich doch nicht mehr. Das lösche ich jetzt einfach mal. Und ich war auch so clever, dass ich dann auch direkt gesagt habe, ja, brauche ich überhaupt nicht mehr, direkt aus dem Papierkorb auch löschen. Ja, und deswegen ist sie jetzt komplett gone. Und ich dachte mir so, ja, du könntest jetzt mal versuchen mit, keine Ahnung, Recovery-Tools irgendwie das zu regenerieren, herzustellen, aber ich dachte mir so, ey, das hat jetzt gestern eine Stunde gedauert, heute dauert es vielleicht 40, 50 Minuten und es geht bestimmt schneller, als wenn ich jetzt irgendwelche komischen Tools benutze und dann wieder nur die Hälfte wiederhergestellt wird und so, und ja. Dann habe ich es halt lieber direkt einfach gelassen und neu gespielt. Daher kann es sein, dass wir jetzt eine andere Anzahl an Münzen haben. Es kann sein, dass wir eine andere Anzahl an Gummidrops hier haben, weil ich glaube, das sind ungefähr. Also ich glaube, ich habe jetzt alle gefunden heute in dem Run und ich glaube, gestern waren es aber auch schon alle. Also ich glaube, da habe ich nichts übersehen bis hierhin. Ansonsten, ja, ist halt so. Ich habe noch ein ganz komisches, ich will nicht sagen Easter Egg gefunden, aber da war so ein komischer Fisch hinter einer Säule. Habe ich gestern gar nicht gesehen. Ich glaube, das ist einfach irgendwie sowas von der Entwicklung übrig geblieben ist oder sowas. Das sah sehr merkwürdig aus. Ich habe es jetzt nicht aufgenommen, weil so wichtig war es mir dann auch nicht, aber sah schon sehr interessant aus. Was muss ich jetzt tun? Sind die Anker jetzt gespawnt? Die haben mir da gar nicht aufgepasst. Schauen wir mal nach. Aber mir ist auch gefallen, das habe ich gestern nicht so richtig mitbekommen, glaube ich. Wir sammeln jetzt hier die Teile für das letzte Rennen. Also danach scheint es dann auch wirklich mit Patrick loszugehen. Was schon mal sehr positiv ist, weil ja, die Rennen sind halt, naja. Habe ich ja schon angesprochen, was ich von den Rennen halte. Nach dieser spannenden Geschichte geht es jetzt hier also erstmal wieder mit ein bisschen On-Screen-Kommentar weiter. Wir gehen jetzt also hier einmal rüber. Das hat gerade nicht so ganz gut funktioniert, diesmal besser. Und wir bewegen jetzt einen riesigen Arm mit einem LKW dran. Aha, okay. Jetzt kommen wir also weiter. Ach, wo ich gerade Mrs. Puff wieder höre. Ich nehme jetzt auch mit einer
erhöhten Lautstärke auf, den Ingame-Sound, weil gestern habe ich halt einfach so aufgenommen, wie es eingestellt war. Und das war nicht besonders laut, habe ich festgestellt. So dass ich die Sequenzen zwar, also ich habe den Ingame-Sound generell jetzt auf Lautstärke 50. Und bei Tonsequenzen, zum Beispiel von Mrs. Puff, habe ich das halt auf 100 hochgedreht und das war halt trotzdem noch ein Ticken zu leise für meinen Geschmack. Deswegen habe ich jetzt einfach mal den Ingame-Sound generell höher gestellt, sodass ich dann beim Rendern noch eine größere Range habe, aus der ich auswählen kann, wie laut es wirklich sein soll. Ich warte eigentlich noch auf den Moment, bis da drüben mal was hinkommt, weil ich will diesen Ort nicht verlassen ohne diesen Schlafsamen. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das noch passiert. Weil es sieht aus, als käme ich jetzt weiter. Das ist jetzt nicht so cool. Also ich denke schon, ich würde hier schon gern 100% so insgesamt holen, ne? Die Frage ist, was ich dafür tun muss. Ob ich alles finde und so. Also hier muss ich doch noch irgendwas dran schieben, oder wie sieht's aus? Ich verstehe es noch nicht so ganz. Boma hat gerade auch irgendwie wieder Buddelwut, falls er was im Hintergrund hört. Was war das mit diesem LKW hier, sag mal? Verschafft der mir nur oben irgendwas, oder? Ein merkwürdiger Bereich gerade. In Anbetracht der Tatsache, dass ich nicht an diesen Samen rankomme. Soll ich erstmal weiter? Ich habe halt echt nicht das Gefühl, dass wir hier nochmal hinkommen jetzt gleich. Ich glaube, wenn ich jetzt hier rausgehe, dann komme ich vielleicht auch gar nicht mehr so einfach zurück. Wir können die Level ja wohl offenbar einzeln anwählen. Ich weiß aber nicht, wie einzeln wirklich. Ob man jetzt nur sagen kann, yo, ich will den Bereich mit SpongeBob, ich will den Bereich mit Patrick. Oder ob man da wirklich in diese einzelnen Bereiche hier reinkommt. Also diese Kapitel, die quasi auch immer von diesen beiden Kommentatoren da vorgestellt werden. Ich habe keine Ahnung. Es werden ja auch keine Anker irgendwie. Kein Ankersymbol wird hier angezeigt. Also so kommen wir da offenbar nicht dran. Aber guck mal, da ist so eine... Diese Metallsäule da, die macht mich irgendwie skeptisch, als würde damit noch irgendwas passieren. Na gut, gehen wir mal ein Stück weiter. Ja gut, da steht wieder was mit Treibankern, aber das hat ja nur damit was zu tun. Gucken wir einfach, ach so. Ja gut, warum habe ich jetzt darüber nicht nachgedacht, dass da vielleicht noch was passiert? Ich weiß es nicht. Ja, das sieht doch schon mal vielversprechend aus, oder? Ist auf jeden Fall die richtige Richtung. Aber ich gucke jetzt erstmal, was sich hier noch befindet. Da befindet sich gar nichts. Ja, gut. Ja, das sieht sehr gut aus. Okay. Dann habe ich mir wieder umsonst Zeit verschwendet, aber mein Gott. Das Spiel ist ja nicht allzu schwierig, nicht allzu lang. Ich betone es gerne wieder, deswegen können wir das ruhig mal machen. Also ich glaube, damals habe ich die nicht alle gesammelt. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich habe auf jeden Fall nicht 100% im Titel stehen. Normalerweise mache ich das dann immer, wenn ich auch wirklich alles haben möchte. So, Charaktere im letzten Level, bla bla. Ich wollte auch eigentlich im Hauptmenü starten, dann ist aber halt die Sache mit dem Spielstand dazwischen gekommen und dann war ich jetzt also sowieso schon in-game. Ich weiß also immer noch nicht, ob... Was heißt immer noch? Das ist das erste Mal, dass das gewesen ist, dass ich hier ein Spiel beendet habe bei dieser Speicherstatue. Ich weiß noch nicht, ob es jetzt wirklich genau diese Statue ist, wo ich wieder aufwachen würde oder ob ich am Anfang dieses... Levels, was mit dieser Intro-Karte da beginnt, ob ich da wieder starte. Das kann ich leider noch nicht genau sagen. Heute ist es dann halt, war es zum Glück jetzt noch nicht der Fall, dass ich irgendwie zurückgesetzt wurde, weil ich halt einfach jetzt vorhin gespielt habe. So, sind wir jetzt beim letzten Rennen gleich angekommen. Es sieht ja fast danach aus, aber wir waren gerade schon mal an der Strecke. Also am Ende des letzten Parts, wo wir bei diesem großen Motor waren, wo es auch schon mal einen Schlafsamen gab. Daher, keine Ahnung, ob das was zu bedeuten hat, wenn wir die Strecke sehen. Wir sind jetzt, glaube ich, einmal alleine gefahren, einmal gegen Patrick, einmal gegen Plankton. Und dann gibt es jetzt angeblich das finale Rennen. So wurde uns das ja hier angeteased, weshalb wir jetzt hier die Teile sammeln sollen. Ja, die muss ich umrennen, ist klar. Wir haben schon über 300 Z-Münzen gesammelt, ist auch nicht schlecht. Da bin ich auch einfach neugierig. Da würde ich gerne wissen, was wir da genau mit nochmal machen können. Wir können weitere Stufen freischalten von dem Minispiel. Aber habe ich gesehen. Ich habe auch mal ein bisschen durchs Booklet geblättert, aber... Naja, so wirklich spannend ist das halt nicht.
Gab's nicht in dem Spiel auch diesen komischen Wir werden euch überraschen Trailer? Ich glaube schon. Gönnen wir uns auch nochmal. Irgendwann am Ende oder zwischendurch, wenn ich halt sowieso mal wieder im Menü bin. Könnte man machen. Einfach weil es ein Classic ist. Ihr seid nicht auf der Suche nach Freunden, hm? Nee, die sind nicht auf der Suche nach Freunden, glaube ich. Und selbst wenn, ich habe jetzt auch keinen Bock, hier Freundschaft zu schließen, sondern ich will das Spiel spielen. Und durchkommen. Und gewinnen, wenn man das hier so nennen darf. 3, 4, 5 Münzen, schön. So. Kriege ich jetzt endlich mein komisches, Teil hier. Was sind das denn hier alles für Münzen? Das ist einiges, das nehme ich gern mal mit. Ich habe auch, glaube ich, jetzt ein bisschen mehr Wert drauf gelegt, die Münzen zu sammeln. Passiert jetzt was, oder was? Ja, okay. Keine Ahnung, das Spiel braucht nur ein paar Momente. So. Diesmal weiß ich auch, wo die Memory Card ist, wo der Spielstand jetzt ist. Und werde ihn hoffentlich nicht löschen. Gary, hm? Jetzt wird es wirklich heiß, Dale. Deshalb trage ich meine feuerfeste Unterwäsche, Rick. Siehst du? Das hätte ich nicht unbedingt sehen müssen. Ist das da hinten eine Schnecke? Ja, Rick, ist es. Oder vielleicht jemand, der sich sehr geschickt als Schnecke verkleidet hat. Ja, warum auch nicht? Dann fahren wir jetzt gegen Gary. Der Hot Rod wurde aufgerüstet und du kannst den Turbo jetzt immer verwenden, wenn du willst, wenn du willst. Drücke R1, um den Turbo bis zu 5 Mal pro Runde zu verwenden. Ah, das sind also diese Reifen da unten. Ja, das ist ja fantastisch. Das macht das Rennen ja nochmal 1000 Mal cooler. Meine Güte. Ja, da freue ich mich doch. Ich habe leider auch immer noch nicht so wirklich Peilung, wie lang die Strecke überhaupt ist, deswegen benutze ich mein Turbo jetzt einfach mal schon mal. Ganz oft. Natürlich leckt es auch zwischendurch immer mal wieder ein bisschen, aber mein Gott. Das ist mir jetzt egal. Ist jetzt kein Spiel, wo das mega schlimm ist, finde ich. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir hier diese ganzen Schlafsamen nicht verpassen. Und ich habe jetzt auch mal gemerkt, wann diese Signale auf dem Bildschirm erscheinen, beziehungsweise wo die wann erscheinen. Bei Rennen erscheinen die halt unten links, weil oben rechts alles blockiert ist und im normalen Spiel, im Jump'n'Run-Bereich, würden wir halt oben rechts so eine Nachricht bekommen, so von wegen, ey, Schlafsamen in der Nähe. Gestern in den beiden Parts habe ich die aber tatsächlich überhaupt nicht wahrgenommen, diese Meldung. Die ist mir, glaube ich, erst beim Rendern jetzt wirklich aufgefallen heute. Hatten wir denn bisher in jedem Rennen auch einen? Ich glaube schon. Einmal halt unten einfach in dem Tunnel, einmal in diesem Bereich, der jetzt wieder zugekommen ist. Also dieser hier. Der lag da hinten auf dieser Fläche. Relativ genau hier. Deswegen könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass es auch diesmal wieder einen Samen irgendwo gibt. Den ich natürlich nicht verpassen möchte. Weil ich eben noch nicht so ganz weiß, wie accessible das hier alles ist. Heilige Kacke, da geht einfach mal der Boden nach oben. Okay. Kann man mal machen, die Runde ist gleich vorbei, ne? Setz mir den Turbo ein, Junge. Ach so, nee. Ja, ihr seht, ich kenne die Strecke noch überhaupt nicht, aber muss auch nicht wirklich sein. Es ist halt echt nicht so geil. So. Jetzt müsste die Runde vorbei sein, ne? Ich habe noch nicht so ganz verstanden, wie viele Runden man wann fahren muss oder so. Steigert sich das vielleicht immer, weil es war einmal 2, weiß ich. Ich weiß aber auch schon mal, es war auch schon mal 3 Runden lang. Ich glaube, gegen Plankton dann. Vielleicht sind es jetzt 4 Runden gegen Gary. Keine Ahnung. Ich sehe hier aber auch auf jeden Fall noch kein Zeichen, dass hier irgendwo ein Schlafsamen ist. Es passiert aber auch nichts Außergewöhnliches auf der Strecke, bis auf die Tatsache, dass da eben dieses Stück Strecke nach oben gegangen ist, da wo wir jetzt auch wieder vorbeifahren. Aber ich kann ja nicht springen oder so, ne? Ja, jetzt habe ich R1 gedrückt, ich dödel, weil ich die Tasten ausprobieren wollte. Ja, ich würde jetzt keine Taste finden, spontan, mit der ich springen könnte. Halte ich ja irgendwie nicht so für wahrscheinlich, dass man in diesem Spiel, in diesem Rennspiel springen kann. Da ist gerade ein bisschen die Textur rumgebackt, okay.
War's das jetzt oder gibt's noch eine Runde? Wie sieht's aus? Nee, das war's. Junge, diese Karre ist der Wahnsinn. Ich liebe es, den Wind in den Poren zu spüren. Wir sind ein unschlagbares Team. Wir sind die Nummer 1. Wir sind die Nummer 1. Ja, speichern, auf jeden Fall. So, jetzt geht's ab hier. Der Umfang eines Helden. Patrick Star. Auftritt der gefürchtete Patrick. Nein! Nein! Ui, das war ein seltsamer Traum. Wir unterbrechen das sorgfältig geplante Rauschen für aktuelle Nachrichten. Bikini Bottom wird vom gefürchteten Patrick bedroht. Wer kann uns jetzt retten? Wer? Der gefürchtete Patrick? Das ist eine Aufgabe für Seesternmann. Sieht alles normal aus. Außer, dass nichts so aussieht wie sonst. Oh ja. Yeah. Okay, wir haben zwei Plankton-Schlafsamen und einen von Patrick. Heißen die eigentlich beide Schlafsamen? Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube, das ist uns bewusst. Gut, gut. Und wir sehen, dass der Stil auf jeden Fall komplett anders ist als sonst. Hat ja der Patrick auch selber gesagt. Hier ist alles Comic-Style-mäßig gehalten. Und das finde ich halt schon ziemlich cool. Und einfach auch generell das Gameplay mit Patrick macht schon mal eine deutlich Ecke mehr Bock als das mit SpongeBob. Aber das sehen wir ja jetzt gleich. Und ich glaube, ich gehe jetzt gleich erstmal zur Telefonzelle, weil dieses Klingeln nervt mich. Ich habe das schönste Klingeln? Nicht doch, das Telefon klingelt. Hallo? Hier ist Seesternmann. Ein Glück, dass du da bist. Die Handlanger des gefürchteten Patrick sind unterwegs. Du musst was unternehmen. Seesternmann lehnt nie eine Herausforderung ab. Sehr gut. Du weißt, wie du deinen Super-Turbo-Wirbelangriff ausführen kannst, oder? Super-Turbo... Hä? Keine Angst. Das ist ganz einfach. Ich mag einfach. Wo sind die Bösewichter denn überhaupt? Aha. Geh und schnapp sie dir, Seesternmann! Auf jeden Fall machen wir das. Drücke Quadrat um den Turbowirbel. Irgendwas. Ja. Okay. Ach so, der wechselt dann an seine Klamotten. Ich habe mich jetzt schon gerade gewundert. Das sah irgendwie ein bisschen. Jetzt hat er nämlich seine Unterhose an. Extrem sexy, ja. Auf jeden Fall. Da ist seine Mutter. Ich bin ganz froh, wenn den Schurken gezeigt wird, wo die Tür ist. Ja, die Stimme ist toll. Kümmere dich nicht um mich. Ich bin nur eine Stadtbewohnerin, die ihre stadtbewohnerische Pflicht erfüllt. Ja, dann erfüll mal deine stadtbewohnerische Pflicht. Finde ich gut. Und wir besiegen die Kollegen hier. Darf ich auch mal spielen? Mein Gott. Holy shit, was passiert hier? Hallo? Hallo, Seesternmann. Ein Moment, ich hole ihn. Du bist Seesternmann. Ach ja, Seesternmann meldet sich zum Dienst. Ich rufe an, um dich an deine Supersturmfähigkeit zu erinnern. Supersturm? Ja, ich liebe Supersturm. Was ist Supersturm? Setze ihn ein, um dünne Papierwände zu durchbrechen und Blöcke umherzuschieben. Oder um Feinde aus dem Weg zu fegen. Und der geht mit, ja, natürlich mit der 1. Das hätte man sich jetzt denken können nach der ersten Passage. Wo man diese Fähigkeit ja auch zu Genüge ausgereizt hat, bereits. Dass Patrick ein ähnliches Gameplay hat. Zumindest die ähnliche Steuerung auch, das... Ist klar. So, diese eine Speicherscholle ist uns auch bewusst. Ja. Hallo? Hallo, Seesternmann. Ich dachte, du solltest etwas über den Superbodenhieb erfahren. Du kannst ihn benutzen, um Schalter zu drücken und Feinde anzugreifen. Probier es an denen da hinten aus. Und noch etwas.
Manchmal musst du den Hieb bei einem Schalter oder Gegner mehrmals einsetzen, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Ja, schön. Gut, das... Deswegen stand da auch wahrscheinlich auch die 3 drauf. Okay, okay. Und hier ist ein Samen in der Nähe. 3 gibt's hier insgesamt. Oh. Mann, du glaubst also, dass du eine Chance gegen mich hast? Gegen den gefürchteten Patrick? Warum lacht ihr? Was ist so komisch? Verstehe ich nicht. Kannst du mir den Witz nochmal erzählen? Ja, ich werde hier ziemlich oft zugeschissen mit Informationen, mit Story. Aber gut. Akzeptieren wir dann einfach so. Vielleicht sollte ich einfach gar nicht mehr kommentieren. Haben wir hier hinten was? Das sieht verdächtig aus. Ich darf da nicht hin. Och Mann. Andere Seite? Irgendwie? Ja? Nein? Okay. Mann. Das sah jetzt echt vielversprechend aus, aber gut. Dann schauen wir uns jetzt erstmal um, wo hier der Samen ist. Der war doch hier irgendwo angezeigt. Kann ich hier hinten rein? Ja, hier kann ich auf jeden Fall lang. Flusch. Okay. Weiß halt nicht, ob man hier vielleicht irgendwas kaputt machen kann. Im Zweifel ist er oben, irgendwo. Da kann man ja auch noch hin. Ich meine, ich habe ja auch gerade irgendwie einen Wortwitz gelesen, bin mir nicht sicher. Seegras, Candy, schön. Vielleicht habe ich mich aber auch verlesen, das war nur sehr kurz zu sehen. Hier, doch, tatsächlich. Barnacle Bay. Das ist eine coole Sache. Ist ein kleiner Wortwitz auf den englischen Namen von Blaubarschbuben, nämlich Barnacle Boy. Und jetzt haben sie halt Barnacle Bay draus gemacht. Also von wegen so Blaubarschküste oder Strand oder irgendwas in der Richtung. Ist eine nette Sache. So, ja, ich... Achso, ja. Die sagen mir genau das. Nur halt ein bisschen umständlich beschrieben alles. Und hier hinten ist auf jeden Fall ein weiterer Weg. Und da befindet sich ein bisschen Cash. Nehmen wir mit. Die kann man gar nicht zerstören, oder? Wie sieht's aus? Dann brauchen wir sie wahrscheinlich, um hier irgendwo weiterzukommen. Aber wir drücken jetzt erstmal den Schalter. So. Diese Dinger sind klasse. Ja, die sind super, ehrlich. Es sind Schalter. Nicht mehr und nicht weniger. Aber schön, wenn man jemanden damit Freude machen kann. Ja, ich weiß nicht. Einfach dieser ganze Stil und sowas. Es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht hier mit Patrick. Ich habe den Samen immer noch nicht gefunden, ne? Muss ich jetzt mal ein bisschen intensiver nach Ausschau halten. Wir müssen gleich, glaube ich, auch irgendwie Plakate zerstören oder irgendwie sowas. Meine ich in Erinnerung zu haben. Und ich glaube, das lag halt nicht nur daran, dass diese Gegner, die hier kämpfen, aus diesen Plakaten kommen. Ich glaube, die müssen wir wirklich irgendwie abreißen oder sowas. Aber das ist wahrscheinlich erst einer der nächsten Bereiche. Ich glaube aber, dass wir jetzt hier kein Rennen mit Patrick fahren müssen. Ich glaube, das ist pures Jump'n'Run. Ich hoffe es auch ehrlich gesagt ein bisschen. Es ist zugegeben auch meistens nicht besonders spannend, aber halt trotzdem... Ah, hier komm, hier ist es. Ja, sehr gut. Eins von 2 Plankton-Samen und dann brauchen wir noch den Patrick-Samen. Später, irgendwann. Achso. Ich drück irgendwie mal Kreis. Ich krieg's noch nicht so ganz rein mit dem Dreieck. Und mal wieder ein Anruf. Eieiei. Kommen mal wieder ein paar. Ich find's in diesem Spiel auch unglaublich schwierig zu sagen, so ey, hier machen wir jetzt einen Schnitt. Deswegen werden die Parts auch immer überdimensional lang. Aber gut, vielleicht krieg ich's ja diesmal ein bisschen schöner hin. Vielleicht nach dem Telefonat hier. Gibt es wahrscheinlich einen neuen Bereich. Ich glaube, da kann man das mal ganz gut machen, oder? Hier ist eine Speicherscholle. Ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt. Hallo, kann ich Ihnen helfen? Pass auf das Gas auf. Du musst einen Weg finden, es abzuschalten oder daran vorbeizugelangen. Ja, ich glaube, das ist mal ein ganz guter Zeitpunkt jetzt. Wenn wir eine Speicherscholle haben und in einen neuen Bereich kommen, wie es aussieht, würde ich sagen, Ben, weil wir sind ein Part mal hier. Diesmal nicht nach einer halben Stunde, sondern diesmal ein bisschen früher. Was eigentlich eher Gewohnheit sein sollte. Ich hoffe, ja, wir haben ja nichts übersehen. Und gehen dann beim nächsten Mal weiter. Hier mit Patrick, mit dem Seestern-Mann. Ich habe schon wieder vergessen, wie er sich selber nennt. Mein Gott. Bis dahin. Tschüss.